verbinden das dann natürlich auch mit Hoffnung. Ne? Also das so, wie es jetzt ist, ist nicht so gut, und wenn sich was verändert, dann hoffentlich zum Besseren. Worum es mir eigentlich geht, ist nochmal wieder wie immer, ein Schritt zurück, feiner. Es verändert sich eigentlich immer alles, ständig. Und das nimmt man nicht wahr. Also wenn sich wirklich nichts verändern würde, also jetzt physikalisch die Luftmoleküle stehen bleiben würden, dann würde sich ja gar nichts bewegen. Ich mich auch nicht. Dann wäre ich tot. Ja, weil in mir natürlich auch alles sich bewegt. Und da mal drauf zu achten und zumindest erstmal nicht gleichmütig mit zu sein. Und wenn ich das länger bin, dann stellt sich bei mir auch das innere Lächeln wieder ein, dann bin ich quasi zufrieden mit dem, was sich verändert. Ja. Ich finde das ziemlich wichtig zu kultivieren, so dass man, wenn sich was zum Guten oder zum Negativen verändert, da dass das einen nicht so aus der Balance bringt. Wenn man weiß, es muss sich immer alles verändern. Und ich muss das auch nicht immer alles bewerten. Wenn ein naher Verwandter oder ein Freund stirbt, muss ich nicht auf den Tisch springen und Fete feiern. Das hat mein Großvater gemacht. Aber ich muss auch nicht andauernd heulen. Weil der Mensch, wenn er mich wirklich gemocht hat, dann wollte der bestimmt nicht, dass ich über seinen Tod ewig trauer. Das glaube ich nicht. Also die Feinde müssten das ja eigentlich wollen. Ne? Wenn die eigenen Feinde sterben, dann müssten die ja eigentlich wollen, dass man lange trauert. Das ist halt schlecht. Also gleichmütiger mit Veränderungen zu sein. Auch das fällt nicht leicht. Ich kann ja zwei Stücke, mit denen ich groß geworden bin, die Veränderung im Titel haben. Einmal George Benson und noch einer. A Change Gonna Come heißt er, glaube ich. Also für mich ist das wirklich, ich habe eine lange Zeit so nach einem eigenen Burnout einfach auf einen Blumentopf geguckt, wie Gras wächst, ne, zum Sammeln. Später habe ich festgestellt, dass das auch wirklich eine Meditationspraxis ist, auf das Erdkasina sich zu konzentrieren. Wusste ich nicht. Aber da ist mir aufgegangen, wie beruhigend das ist, in der Natur zu sein und einfach so diese Gras- und Stauden anzugucken, wie sie sich leicht im Wind bewegen. Also entweder werde ich schon heftig senil, das kann natürlich auch sein, aber ich freu mich daran. Also ich finde das nicht langweilig, sondern es gibt mir Ruhe. Mhm. Und diesen Aspekt von Veränderungen wahrzunehmen, also mir hat das enorm geholfen, also für alles Mögliche. Reicht an Einführung. Dann werfe ich meinen Timer an. Und stelle mich auf 20 Minuten subtile Veränderung ein. Ohne laute Musik heute.
immer erstmal einrichten und Körper entspannen.
gibt es noch eine einzige Klingel vor dem Endgong. In der Zeit kann man sich wieder die Frage ohne Antwort stellen, wie war das jetzt? Wie liefen die letzten 19 Minuten? Kleine Ameisen. Auf mir rannten kleine Ameisen rum. Du hippelige Viecher mag ich nicht, wenn ich meditiere. Sag ihm das doch. Ja, da gibt es auch eine Geschichte von Ajahn Brahm, von diesen Waldmönchen in Thailand. Ja. Und die, also da sind ziemlich viele Westler in den 70ern hingegangen, um halt Meditation, also die haben sich dann, sind wirklich Mönche geworden, also sind ordiniert da. Weil das war, Ajahn Chah war so ein recht umgänglicher und der hat auch gelacht. Also der Ajahn Brahm, das ist ein Engländer gewesen, der in den 70ern dahin gegangen ist und der hat vorher Zen gemacht in London, wo er groß geworden ist. Und dann ist er halt auf die Suche gegangen nach irgendeinem Meister und der hat selber gesagt, der hat darauf geachtet, dass das Leute sind, die auch lachen. Ne? Wenn die Leute nicht lachen, dann ist das nichts für sie gewesen. Der Ajahn Chah war halt so ein lustiger Typ. Und dann ist er bei dem geblieben. Was aber nicht so lustig war, da gab es ein Malaria-Gebiet, ist klar, in Nordthailand, da waren noch nicht viele Touristen zu der Zeit. Und es ist halt so, dass die dann halt auch draußen logischerweise meditiert haben. Und da hat der Ajahn Chah die Westler alle zusammengesetzt. Ne? Hatte auch einen Sinn, muss man mehr Englisch mit denen reden und so. Die konnten nicht ganz so gut Thailändisch, haben sie dann mit der Zeit gelernt. Und abends kamen dann die Mücken. Und Ajahn Brahm hat gesagt, man hatte nur die Chance, so schnell wie möglich in eine ziemlich tiefe Meditation zu kommen, damit man das nicht mehr mitgekriegt hat. Und wenn man das nicht geschafft hat, dann fing halt dieses ganze, wow, warum müssen die jetzt auf mir landen? Nachher bin ich ganz zerstochen, bla bla bla. Und er meinte aber, wenn man das geschafft hat, dann kommen sie nicht. Dann kommen sie nicht. Und er meinte, die einzige Erklärung, die er jetzt gefunden hat nach Jahrzehnten, das war ja in den 70ern, wäre, dass man in dieser tiefen Meditation weniger schwitzt. Ja. Ja, und die suchen sich genau diesen Schweißgeruch und dann hast du, erstens bist du dann raus aus diesem Angstschleifen-Dings, warum setzen die sich auf mich und jetzt hat sie mich gestochen und so. Und zusätzlich die Belohnung, dann kommen sie nicht.
Aber also die Beschreibung war auch gut, dass er meinte, er hätte das dann geschafft, indem er die auch freundlich aufmerksam gelassen mit den Mücken ist und dann zu sagen, oh, siehst du, dann haben die auch was zu trinken. Ja, halt, ne, er wollte nicht aufstehen, ne, er wollte meditieren. Und wenn das eine Umgebungsgeschichte ist, ist das so. Ja, und auch die Pustel von den Mücken gehen auch weg. Sadhu, 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 Sadhu. Sadhu.